Moin moin und herzlich willkommen hier beim Primitive Society Simulator. Wir haben beim letzten Mal Kleidung hergestellt. Und so viel dazu, neue Kleidung. Also die ist fertig? Nö. Ne? Also Mantel und Winterkleidung mitten im Sommer. Macht man so. Es fehlen noch 1, 2, 3. 3 Mäntel. Oder in 3 Winterkleidungen. Und einige Mäntel, Regenmäntel, um genau zu sein. Ne? So. Das erstmal am Anfang. Hühner haben wir. Ich habe die Vermutung, wir brauchen mehr Beeren. Obwohl wir eigentlicherweise ja getrocknete Beeren haben. Aber wir brauchen auch Beeren für. Ja, für die Hühner. Also lasse ich die jetzt weiterhin Beeren sammeln. Statt dass die Steine sammeln. So. Dann würde ich ganz gerne. Kann ich das irgendwie wo. Nee, verschieben kann ich es nicht. Aber wir können doch ganz einfach, Moment. Ja, wir machen es mal sein. Wir können ja theoretisch Handwerk, Pflanzen, Möbel, nee, Struktur. Genau. Wir können ja noch einen Schuppen. Wir machen das ein bisschen fassen. Wir ziehen hier in den Schuppen. Dahin und machen noch ein bisschen Boden rein. Na, um einfach dann das Gebäude zu kopieren. Ja, ganz clever. Warum kann ich das da? Dann brauchen die den Boden da nicht bauen. Und da liegt schon gleich der Mantel dahin. Na, damit wir das unterm Dach haben, weil ich nicht weiß, ob die Beeren beispielsweise schlecht werden. Frische 90 von 100, ja. Verderbt, also verdirbt in 45 Tagen. Könnte für die Verschlässerung Außenbereich kein Dach oder Schuppen. Also das muss auch unter das Dach. Achso, hier kann man noch sagen, wer was essen soll. Nö, das ist unwichtig. So, dann schauen wir mal, was wir eigentlicherweise an Quests haben. Ach ja, das war das, dass irgendjemand uns angegriffen hat. Ich sehe gerade, ich bin relativ leise. Das müsste jetzt, nö. Dann machen wir das mal anders. So müsste das jetzt besser gehen. Genau, so. Also die Quest haben wir. Da kommt auf jeden Fall jemand an. Plünder. Am Tag 10 im Februar, im Frühjahr. Also da haben wir noch etwas Zeit. Genau, so. Was mit diesen Pflanzen hier noch ist, ist problematischerweise immer noch unbekannt. Das heißt, da müssen wir noch jemand losschicken. Noch einmal. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Wir schicken einfach mal Chromoktul los. Und er bekommt etwas weniger Fleisch, ne? Ja, wenn wir ihn mit 30 Fleisch losschicken, ist er nach 3 Tagen wieder da. Jo, mach mal. So, die Beeren könnt ihr noch sammeln.
Das Dach haben sie gebaut. So, und jetzt möchte. Naja, gut, muss ich ja nicht zwingen. Die müssen nur erstmal das Lager da bauen und dann ist gut. Na, dann haben wir hier einen Schuppen, wo der ganze Kram gelagert werden kann. Und wir haben einen fürs Handwerk, wir haben etwas für unsere, naja, Siedler, unsere Stammesmitglieder. Ach, guck mal, hier, neue Entdeckung. Wir können jetzt eine Schleuder machen. Wir können eine ganze Menge mehr machen. Das liegt halt daran, dass wir bei Handwerk relativ viel gemacht haben. Schreibe Wissen nieder. Knochen werden hier geschnitzt. So. Ja, für die Nachwelt. Die Schleuder brauchen wir natürlich auch. Was ist denn Keramik? Stamm? Spielen Sie damit, trocknen Sie es und rösten Sie es dann. Stamm kann in jede beliebige Form gebracht werden. Neue Fähigkeiten. Ofen und Tontopf. Das ist natürlich dann vorteilhaft. Mach du das mal. Na, das ist das Schöne, wenn man jetzt hier immer wieder was macht. Gut, Kräuter ist natürlich jetzt dauernd ewig. Aber da wir jetzt immer wieder angeln, dürften wir bald die Hungerfalle haben. Jagen, naja, machen wir ja selten hier unten. Tierhaltung. Naja gut, wir füttern sie. Wir schlachten sie. Wir sammeln Eier. Theoretisch machen wir das. Essenszubereitung machen wir ja teilweise auch. Aber hier oben ist natürlich das, was am meisten passiert. So, wie das halt so ist, oder war früher, erzählt man alles dann am Lagerfeuer. Und so verteilt sich auch das, ja, das Wissen. Ja, schreibe nieder, hat man jetzt schon zugewiesen. Und das. Das Kräuterteam ist noch unterwegs. Jo. So, ihr schlaft jetzt erstmal, ja. Ich meine, wir schreiben ja unser Wissen schon erstmal hier nieder. Na, beispielsweise Ressourcen sammeln, Handwerk. Nahrungssuche haben wir noch nicht wirklich was. Jagen relativ wenig. Hm. Aber angeln zumindest schon mal ein Stück. Ich meine, Handwerk ist klar wegen Gebäude. Ja, aber immerhin etwas, ne? So, wie sieht das hier aus? Müsste es mal weitergehen. Jetzt hier schon mal die ersten Sachen liegen. Fleisch verdirbt in 71 Tagen. Not in Shelf. Aber das ist ja nicht im Außenbereich, ne? Das ist nicht in einem Shelf, also in einem Regal müsste das sein. Aber ein Regal haben wir noch nicht. Finden wir das hier irgendwo? Kräuter, Ressourcen. Nö.
müsste ja dann irgendwo bei, also ich denke mal im Bauen. Holzrüstung, Speerwerfer, Erdaufschüttung. Mhm. Dichte Erdplatte, Lederrüstung. Holz. Ah, hier. Holzbett, Treppe, Säule. Okay. Da kann man eine ganze Menge schon machen, ne? So, aber theoretisch können wir doch jetzt das abreißen. Weil ich denke mal, hier ist genug Platz inzwischen drin. Die Bollner hat, sorgt ja schon dafür. Ich meine, warum muss man, blöd gefragt, jetzt auf dem Boden sitzen, ne? Wenn man da ein Lager baut. Aber sie wird wissen, was sie macht. Warte mal, das sind Tierknochen, ne? Das ist doch gut. So, was macht er jetzt? Er macht... Mantel. Ich möchte aber eigentlich eher, dass die Winterkleidung fertig wird, damit jeder erstmal Winterkleidung hat. Oh, Renzi ist in... Aha, macht Boden. Nee, schlachten will ich jetzt nicht. Ich möchte einfach nur gucken, ob automatisch geschlachtet wird. Aber das scheint ja der Fall zu sein, ne? Trank, großer Schatten, was ist das? Die Menschen in großer Schatten erleben das ganze Jahr über mit Tieren zusammen, die verschiedenen Krankheiten mit sich bringen. Sie wissen nicht, wie man Kräuter erkennt. Ihre Abgesandten möchten, dass sie ihnen helfen. Bitte senden Sie ein Team in 14 Tagen. Das Problem ist, so lange haben wir noch nicht, ne? Knochen des Wissens. Ich meine, das ist schon mal interessant. Können wir eigentlicherweise jetzt schon mal Strukturen? Nein. Nö, nö, nö. Irgendwo ging das. Oder kann das sein? Ja. Hm. Schreibewesen nieder muss natürlich erst fertig sein. Dann können wir Knochen schriften. Also den Tisch dafür bauen. Und dann müssen die Knochen erst dann gemacht werden. Reisezeitaufwand 8 Tage, das heißt. 5,5 Tage haben wir Zeit. Hm. So, gut. Ich denke nicht. Nebenbei, was haben wir denn hier wieder? Wir haben einen Mangel an Klingen. Das muss man ganz ehrlich sagen, finde ich sehr, sehr gut, dass uns das auch sagt, okay, du brauchst so und so viel davon. Wir brauchen Äxte. Und Spitzhacken. Mach mal von jedem 5. Es fehlen aber die Ressourcen, das ist klar. Da. Machen wir das. Und
Kommt hier Feuerstein raus? Kommt, ja. Aber hier gibt es ja bestimmt noch irgendwo was, wo richtig Feuerstein rauskommt. 10, 10, 10, 10. Wir lassen das mal noch machen. So. Dann hat unser Kräuterteam was gefunden. Kräuter gefunden. Über Berge und Flüsse hinweg besuchte ich die große Wildnis. Jo. Du sollst aber noch unbekannte Kräuter finden. Mir während der Arbeit in den Sinn. Habt ihr das eigentlich schon fertig? Nö, ne? Und das muss alles noch hier hin. Ich möchte die jetzt eigentlich ungern da wegbringen vom Feuer. Und vom Essen. Ne? Also das muss nicht sein. Aber das müsste alles mal noch weggeräumt werden. Kannst du das wiederholen? So ist es also. Ich verstehe nicht. Ich meine, das finde ich immer noch gut. Nebenbei, wir haben einen Mangel an Tränken. Liebste Bollner Hart. Aktuell essen, immer noch. Na, was machen wir jetzt? Nee, 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 nee. Du kannst dann später. Sie sammelt das, sammelt das, sammelt das. Und bringt es jetzt hier rüber. Genau da soll das alles hin. Und dann haben wir auch wieder was im Lager. So, der sucht weiter. Na, der soll ja wirklich unbekannte Kräuter suchen. So. So, irgendjemand müsste noch die Klinge machen. Kann es vielleicht sein, dass wir den Mangel gerade haben? Ja, weil das kein Lager mehr ist. Bedeutet, wir brauchen hier definitiv weniger. Wir können aber auch... Haben wir nicht... Nee, noch nicht gelernt. Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht die Schleuder gelernt, aber nein, die ist da noch... Nicht ganz fertig. Ja. Getrocknetes Fleisch verdirbt nach 248 Tagen. Ist doch perfekt. So, was macht sie? Sie holt Stein und sowas. Wir hätten hier wieder genug Fische, die geangelt werden könnten. Ich meine, um jetzt mal rauszuscrollen. Wir haben eine Karte, die ist relativ groß. Wollte ich gerade sagen, nein, so groß ist sie nicht. Aber ich glaube, das sollte für uns doch komplett reichen. Also habe ich kein Problem damit. Ein langer Biss. Jo, ich glaube, das ist Maximum so und so viel. Naja.
Sie schleppt alles hin und her und die machen schon mal weiter. Harpunen haben wir. Wir haben ein paar Spitzhacken. Ja. Wir sollten an Check hinkommen. Herstellen. Was hat er jetzt? Ach, er macht die Mäntel zuerst. Ja gut, ist nicht schlimm. Nebenbei, die Zeit haben wir ja. Sieht das nicht knuffig aus? So, was haben wir hier denn eigentlich? Ach, das sind auch Beeren. Das sah jetzt ein Stück anders aus. Ja, das kennen wir noch nicht. So, das können wir auch noch nebenbei sammeln. Der Futter ist Drakkarzult. Lernt immer mehr im Handwerk. Genau. Ich meine, wenn er sonst nichts kann, aber Handwerk kann er. Na. Kommst du jetzt mal her? Sie kann Ressourcen sammeln. Immerhin was. Oh, da müsst ihr das alles niederschreiben. So von wegen Mangel an Trinken. Da sind 5 Tränke. Aber sie hat natürlich jetzt lange hin und her zu laufen, um die ganzen Stöcke und alles da hin und her zu tragen, ne? So, was macht sie jetzt Schönes? Ein Schaf. Wenn ich das Schaf fange, was passiert dann? Kein Gehege für das Tier. Jetzt mal ganz blöd gesagt. Ist natürlich schade. Aber wir können ja hier noch ein Gehege machen. Ne? Ich habe zwar die Vermutung, dass dann irgendwie eine Futterstelle oder sowas fehlt, aber das ist ja nicht schlimm. So, und jetzt sind wir schon am nächsten Abend. Bollnerhart schleppt immer noch hin und her. Oh, so wird es nicht besser. Ah, ich glaube, das schaffen wir auf keinen Fall. Ah, das alles ist dann gesperrt. Na gut. Die Kreation, Denken, Prüfen, Verbreiten. Das heißt, um die Kreation zu machen oder zu schaffen, müssen die auch immer hier sitzen. Das ist so praktisch. Das ist viel besser als meine Hände. Ach, das ist wunderschön, diese Sprüche. Ich habe in meinem Traum daran gedacht.
Was auch immer die in ihrem Traum da denkt, ne? Schau mal an, wir haben Keramik erfunden. Das heißt, wir können den Ofen und Schleuder und alles möglich machen. So. Schleuder, Wissen. Das heißt, wir können auch neue Tische machen. Bauen. Handwerk. Tisch für Knochenschriften. Der Ofen ist ganz schön groß. Bauen wir einfach mal dahin. Unsere Siedler, Stammesmitglieder, liegen erstmal wieder im Bett und schlafen und träumen wieder schön. Wir haben aber das Lager jetzt fast komplett umgezogen, bis auf das, was hier noch liegt. Was natürlich jede Menge ist. Wir haben die Schleuder erfunden. Und ja. Noch ein kleines bisschen mehr, so Ofen und Knochenschreiben. Aber das ist alles was fürs nächste Mal. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.